Big bags on big bags on big bags coming, coming in. Yeah, flex. I just wanna win. Yeah, LA BB, who we running with? Yeah, 2-2-3-3, I'm on 10 again. Pump up the action. Bitch, I'm active. If he never heard of Ben Dope, he just napping. Jackson's off the rapping. Keep it on my body, bitch, I'm broke if you ask it. So Leute, wir sind endlich angekommen in Düsseldorf. Und zwar sind wir hier, Classic Remis, ähnlich wie die Classic-Stadt in Frankfurt. Und hier ist heute die Barber Convention. Und wir sind echt gespannt, was hier auf uns heute wartet. Yeah, flex, I just wanna win. Yeah, LA BB, who we running with? Yeah, 2-2-3-3, I'm on 10 again. Okay, alright. So, wir gucken uns jetzt ein bisschen die Convention an. Mal gucken, ein paar neue. Mit Alex. Florin and our new star Costa. Wir gucken uns, was die zu bieten hat. Ein bisschen neue Techniken, neue Produkte, neue Maschinen. Gibt es auch einen kleinen Contest, also gibt es ein kleines Wettbewerbsschneiden. Gucken wir uns auch nochmal gerne an. Bestimmt gibt es auch nochmal ein paar coole Typen, die uns so ein paar Sachen erklären. Ein bisschen Connection machen, mit zum Greets machen. Wir sollen die Karte abgeben. Servus, servus, servus. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record. Leute, wir gucken so ein bisschen um hier. Wow, unsere Nachbarn sind am Start. Girls Offenbach, Hassia-Fabrik. Was geht, Jungs? Hey, was geht? Wir sind gerade am Abend. Hey Leute, my favorite product. Vor allem hier, Control. Ohne das geht's morgens nicht aus dem Haus. Und es riecht, riecht mal. Wow, wow, wow. Leute, geil. Zweite Mal treffe ich ja. Das erste Mal kannte ich die auch gar nicht. Ich glaube, das erste Mal war auf der Messe in Frankfurt. Ja, das ist schon fast 3 Jahre her, ne? Genau, da hatten wir noch meinen alten Salon. Genau. Und jetzt sind wir Nachbarn, seit knapp einem Jahr schon. Und Leute, coole Typen, geile Produkte. Googelt die. Wir markieren mal die Instagram-Seite hier unten. Mal, Alter, Okay. Been a little too nice to y'all. Now I got a up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. Frozen. 86 all the hate. I won't get involved today. Got lost in the ballin' age. I'm flipping the balls. I'm flipping the arm. Also, ich habe was ganz Besonderes entdeckt. Ihr kennt auch alle den Barberpool. Das Symbol der Barber. Die Geschichte dahinter ist sehr interessant. Da kann uns die Nancy, die das alles hier von Hand macht, was dazu erzählen. Nancy? Hallo. Hallo. Erzähl mal ein bisschen was über die Geschichte, vor allem über die Farben dieses Barberpools. Das würde ich dir gerne erklären. Das ist ja aus dem Middle Age Time. Da hat man Ader gelassen und dann hat man ein Tourniquet auf dem Arm gemacht. Mit 2 Windeln und einer hat das Blut aufgefangen und der andere hat den Arm abgebunden. Aha. Und den 2 Windeln hat man an den Tourniquet draußen gehängt. Ja. Eins, man sieht ja, da wird Ader gelassen. Ja. Und 2, er hat jetzt Zeit, weil die Windeln hängen draußen. Aha. Ja. Also, wie ihr versteht, es hat nichts nur was mit Barbering und Bärten und Barbershops zu tun, sondern das kommt aus dem Mittelalter und hat mit venöses Blut zu tun und mit der Winde, die dann man am Arm hält, um darzustellen, dass damals auch die Barbiere auch genauso Eingriffe gemacht haben. Das heißt, die Barbiere haben nicht nur Bärte rasiert und haben nicht nur Haare geschnitten, sondern die haben, genau, die haben kleine operative Eingriffe gemacht. Ja. Sehr interessant. Ja. Nancy, dankeschön dafür. Gerne. Ja? Und wir freuen uns auf mehr. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. Hey, meine Lieben, ich habe was ganz Tolles entdeckt.
eine deutsche Firma, die schon 100 Jahre besteht und tolle Rasierklingen, Rasierhobel und echt hochwertige Produkte hat. Ich gebe mal an Katharina weiter, sie kann noch ein bisschen mehr davon erzählen. Hallo. Ja, genau, also seit 100 Jahren, nächstes Jahr machen wir klassische Rasiermesser, Rasierhobel, Rasierklingen und alles so, was die Rasur betrifft. Und das ist unser Spezialgebiet. Und wir machen es alles selber in Solingen. Also, wenn ihr interessiert seid, Gießen und Forsthof. For the record, ain't trying to link no time to waste. For the record, for the record, for the record. Also, die schmeckt schon, ohne dass sie an ist. Und zwar, glaube ich, ist es die Würzmischung, die da reingemixt wurde. Eine geile Zigarre aus der Dominikanischen Republik. Ich übergebe mal hier an den Meister und er erzählt uns zwei Worte, was mit der Buena Vista Zigarre zu tun hat. Ja, einen schönen guten Tag. Ich bin der Marc und wir sind hier am Stand bei Buena Vista. Buena Vista ist eine handgemachte Longfiller-Zigarre aus der Dominikanischen Republik. Die gibt es in zwei Serien. Einmal in der roten Variante. Das ist eine Dark Fired Kentucky. So beschreiben wir die, weil ein Teil des Tabaks, sprich dieser Würztabak, kommt aus Kentucky und wird unter einem rauchigen Feuer getrocknet. Die andere Serie, die schwarze, da verwenden wir einen brasilianischen Piraca-Tabak und machen ein kleines Wortspiel, Araperique, daraus, weil dieser Tabak wird grün geerntet und kommt für anderthalb Jahre mit einer Geheimrezeptur in ein Fass und lagert dort und wird dann recht schwarz. Und das ist das Besondere bei der Buena Vista. Leute, Buena Vista, googeln, Instagram, Facebooken, ihr findet es bestimmt. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. Frozen. Ey, dieses Rumlaufen macht mich echt schon kaputt. Oh, ein geiler Stuhl. Setz mich mal hin. Oh, echt bequem. Gewinnt man denn hier heute und gewinnt auch geile Farbe, weil es Seminarreisen nach Rotterdam, Seminarreisen nach Brüssel, zeig doch mal. Füße hier runter. Jetzt schön. Können wir ihn rasieren. Jawohl. Also Leute, hier sind wir bei John Barbers & Sons und der Pratik, Entschuldigung, macht nichts. Er wird uns drei Sätzen mal erklären, wo die tollen Stühle herkommen. Hallo, ich bin Pratik von John Barber & Sons. Wir sitzen in Hamburg, ganz im Norden und sind eine kleine, gemütliche Manufaktur für Barberchairs. Wir versuchen nichts Neues zu erfinden. Unsere Vorbilder sind eigentlich die Klassiker, wo wir versuchen mit neuen Farben, mit mutigen Sachen irgendwie wieder in den Markt zu treten. Uns gibt es schon sehr lange. Wir haben seit 1997 Friseurstühle gemacht, Barberstühle mit der Brand seit 3 Jahren. Ja, und das sind wir, das sind unsere Babys und bisschen mehr als die Stühle, würde ich sagen. Leute, echt cooles Design. Wir werden hier die Jungs markieren. Enjoy und genießt das Video weiterhin. Coming in. Flex. I just wanna win. LA BB, who we running with? 2-2-3-3, I'm on 10 again. State your name. Big been dope on flame. I just switched the lanes. Damn, he did it again. Oh, ciao Bella, come stai? Hey, bene, oh. Ich glaube, Leute, wenn man daran riecht, kommt schon ein bisschen der Italiener in mir raus. So ein bisschen italienischer Frère. Ich gebe mal an David weiter. Er erklärt uns ein paar Sachen hier. Bullfrog, geile Düfte und eigene Barbershops. Das ist die Secret Portion Nummer 1. Secret, weil wir nicht verraten, was drin ist. Ah. Aber es ist ein klassischer Duft, den du vom Barbershop erwarten würdest. Whisky, Leder, man sieht das schon an der Farbe, sieht wie ein gutes Getränk aus. Eau de Parfum, bleibt also auch 7 Stunden gut konstant auf der Haut. Freuen wir uns, wenn du mal unseren Shop besuchen kannst, gerne. Ansonsten auch online suchen, findet man überall. Freuen wir uns für alle Barber natürlich draußen. Vertreibt die Produkte auch, kommt gerne vorbei. Leute, wirklich echt tolle Düfte, sehr einzigartige Düfte. Und googelt Bullfrog. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all.
shoulders on ice for y'all. Frozen. Palms, Leute! Barber Conventions Club in Düsseldorf. Das war's und wir waren dabei. Und das nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal. Leute, schön, kurz, knapp gesagt, geile Veranstaltung, coole Leute kennengelernt, viel Input reingeholt. Wir sind auch nächstes Jahr dabei. Leute, genießt das Video, folgt uns und liked uns, klingelt hier oben. Weil ein bisschen Connection, wait. Ah, guck mal, direkt schon unsere ersten Connection. Ciao, ciao, ja, okay, danke.